Schwuppdiwupp sind wir auch schon vom Kohlrabi-Zirkus direkt rüber zum Zentraltheater. Wir sitzen gerade in einer herrlichen Sonne. Uns hat es gut getroffen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich darf den nächsten Gast wieder vor der Kamera begrüßen, Carsten Klatte. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns das letzte Mal in Berlin getroffen. Das war die Anti-ACTA-Demo. Ja, genau, richtig. Dich hat es hier hingezogen, Carsten Klatte liest Widukind. Sehr wohl. Hier Zentraltheater, wie war die Stimmung, wie schaut es aus? Du, ich komme erst noch dazu, 18 Uhr ist meine Lesung, ich bin da eben gerade drin gewesen. Wir hatten eigentlich gedacht, der Laden ist leer. Ich meine, gerade eben hat der Popstar gelesen, Herr von Aster oder Auster. Und es war voll, es war knackevoll. Ja. Ich dachte, wer kommt da alles die Treppen runter? Na, mal sehen, wie es nachher bei mir ist. Ich bin ja so ein bisschen Quote. Obwohl die Leute wissen das ja noch nicht. Ja? Also von daher schauen wir mal, was gleich geht. Ja, bin gespannt. Okay. Widukind, was hat sich getan von Februar bis jetzt? Was ist passiert? Die neuesten News sind, es gibt eine neue Widukind-EP. Die gibt es jetzt sehr bald. Ich glaube, jetzt zum WGT ist sie noch nicht raus. Wir wollten sie eigentlich zum WGT rausholen. 5 neue Stücke, das ist erstmal das neue Lebenszeichen. Dann gibt es, wie heißt das Ding noch, NCN-Festival im September. Da gibt es dann sogar mal eine Live-Präsenz, sogar mit Live-Band. Und jetzt die letzten Jahre über, also seitdem wir uns, wie lange ist das jetzt, 2011? Das war im Februar 2012. 2012, genau. Also schon über ein Jahr her, hat sich das sehr subversiv so durch die Weltgeschichte geschleust, sag ich mal. Ich habe ein paar Lesungen damit gehalten. Und wir sind diverse Male als Duo auf die Bühne gegangen und haben das Thema so durchgebracht, sag ich das mal so. Der Gedanke hinter Widukind, dadurch, dass jetzt auch die Lesungen dazugekommen sind, ist ein riesengroßer und ist noch nicht zu Ende artikuliert. Also auch gerade was diese Lesungen angeht, so, weil viele Leute sind, als sie das Buch dann gelesen haben, sehr verwirrt gewesen, weil es halt nicht linear ist, das Buch, ne? Also wer versucht, da irgendwie rational ranzugehen, kackt halt ab. Ja. So ist es ja auch gemeint. Ja. Und natürlich findest du damit nur ein Quotenpublikum, die eher so intuitiv damit umgehen. Ja. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich habe unheimlich gute Diskussionen und Auseinandersetzungen mit Menschen über Kultur im Allgemeinen gehabt und werde sie immer noch haben. Also bin jetzt auch mal gespannt hier aufs WGT. Mhm. Ja. Wie die Herren Schlau-Schlaus damit umgehen, sozusagen. Ja, wir haben also auch diese Geschichte, wo wir dann im Februar das Interview gemacht haben, haben wir auch Feedback bekommen. Die einen waren genauso verwirrt auch. Mensch, was ist denn das? Und die anderen wiederum haben gesagt, ja, das genau so sehen wir das auch. Ja, und das ist also dieses Polarisieren. Ich habe gemerkt, früher waren wir so in der Szene grundsätzlich polarisierend. Jetzt bemerke ich, dass das Polarisieren in vielerlei Hinsicht, gerade auch in der Mainstream gewordenen schwarzen Szene, überhaupt nicht gern gesehen wird. So ist es. Was bemerkst du da? Ich nenne das, bei Widukind nenne ich es ja Globanalisierung. Ja. Allgemeinsprachlich sagt man ja Globalisierung dazu. Also es ist letztendlich sind diese Strukturen der Globalisierung, machen natürlich vor einer sogenannten Szene nicht halt. Ja. Weil diese Menschen, die hier jetzt, also auch auf dem WGT, wir erleben ja heute den absoluten Fasching, diese Menschen verkleiden sich, um einmal im Jahr aus ihrer sonstigen Rolle auszusteigen, entweder ihr geschlechtsspezifisches Rollenverhalten oder eben die Art und Weise, wie sie sich sonst sozialisieren. Und das machen sie einmal im Jahr und so war Szene ja nie gemeint. Also ich würde mal sagen, Szene war eigentlich mittlerweile aufgrund des Internets kann man ja auch nicht mehr von Subkultur reden. Wir sind ja alle Kultur. Sobald du eine Seite auf MySpace hast, bist du ja Kultur. Du bist ja nicht mehr Subkultur. Subkultur bin ich, wenn ich da hinten in der Ecke stehe und spiele und du kriegst es mit. Mhm. Ne? Also von daher ist das jetzt, dieses Thema Subkultur ist irgendwie so weggefallen. Aber diese Szene war ja ursprünglich mal anders gemeint, nämlich Visionen entwickeln, Ideale entwickeln. Und letztendlich auch aufbegehren, also das, was Rock'n'Roll früher mal war, Rebellentum, eben auch im kulturpolitischen Sinne. Ja. Und das ist natürlich nicht mehr vorhanden, würde ich mal sagen.
Und vieles gekaufte Innovationen. Ja, ne? Genau. Und wie wir auch seit dem letzten Interview, was wir gemacht haben, das Thema Zensur, also auch im Journalismus, hast du es ja sehr, sehr stark mittlerweile. Ja. Und die Zensur findet ja in den Köpfen statt. Und da haben diese Agenda 21 Leute gute Arbeit geleistet. Ja. Ne? Weil die Leute trauen sich nicht mehr, ja, auf eine gewisse Art. Und deshalb braucht es ja auch wieder so den Enfant terrible, den Agent provocateur, aber diesmal dann in die andere Richtung, eben in die Richtung Individualismus zu verbreiten oder die Menschen dazu zu bringen, sie selber zu sein. Mhm. Ne? Und gerade hier, wenn wir uns hier so umgucken, man kann sich hinter einem, jetzt läuft hier gerade wieder so ein Lackkleid rum, man kann sich halt irgendwie sehr schnell verstecken, ja, hinter einer Figur. Ja? Im Internet nennt man das ja Profil. Und oder Avatar? Ja, genau. Und da sehe ich halt viele Analogien. Ja? Die Menschen übernehmen das, ohne dass sie sich unbedingt bewusst darüber sind. Ja. Und das, mich persönlich nervt das tierisch. Ja, mich nervt das absolut. Also deshalb wird ja Videokind gestartet oder jetzt auch bei meiner neuen Platte rede ich einmal von Bildungsbürgermusik. Ja? Bildungs? Also früher hatte ich ja noch diesen kosmopolitanen Gedanken bei La Casa del Cid, wo man dann diese englischen Texte hatte und so. Das war dann auch wieder eine Distanz, weil die Leute haben es nicht verstanden. Ne? Ja, ist ja tolle Musik, aber wir verstehen die Texte nicht. Und jetzt, wo ich umgeschwenkt bin auf Deutsch, passieren schon sehr interessante Sachen. Also so zum Beispiel, dass die nicht mehr klatschen nach einem Song. Mhm. Neulich war ich auf dem Singer-Songwriter-Wettbewerb, wo ich dann den letzten Platz gemacht habe in Berlin bei einer renommierten Künstlerkollegin, was ganz klar dann darauf hindeutet, dass die Leute darauf nicht mehr geeicht sind, sich kritisch auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, vielleicht auch Angst. Ja, natürlich. Angst ist das große Thema. Ja, genau. Angst ist heute auch bei meiner Lesung das absolute Überthema, weil mein Motto heute ist, es ist ja eigentlich, erst kommt der Schmerz, dann kommt die Trauer, dann kommt die Wut, aber bevor dieser Prozess überhaupt stattfinden kann, musst du erstmal über die Angst rüber, ja. Und da stecken die meisten Leute drin mittlerweile. Ne? Und wir waren auf der ACTA-Demo damals und es hat sich auch seitdem in Europa eine Menge getan. Ich war jetzt also vor 3 Wochen gerade in Athen mit einem anderen Künstlerkollegen und habe mich da vor Ort mal vergewissern können, die Leute fressen wirklich Scheiße. Ja. Ne? Denen geht's scheiße. Das kriegt hier und keiner die Deutschen mit. Sind so scheiße arrogant, dass sie da immer noch weggucken. Und der Satz, uns geht's ja noch ganz gut, ist der Gipfel der Arroganz mittlerweile. Und da muss man als deutscher Künstler auch mal gegenhalten, meiner Meinung nach. Richtig, nein. Ganz klar. Der Punkt, gerade auch jetzt Videokind und viele Diskussionen, was Politik und so weiter betrifft auch immer wieder das Wave-Gotik-Treffen. Du kennst das Wave-Gotik-Treffen als ganz, ganz alter Hase in vielerlei Jahre und Facetten, ja. Hast du es auch erlebt und gesehen. Was für Impressionen von dem eigentlichen Gründergedanken von damals hast du noch, die überlebt haben? Also es gab damals, wann war das, 2005, diesen Break, wo das Wave-Gotik-Treffen in der Mitte beendet wurde, ja. Weil Gelder nicht bezahlt wurden. Und an der Stelle... Ja, das war 2000, das war 2000. Ach, so lange ist das schon. Ja, das ist schon, das war 2000. Ach, ja. Wow, echt, so lange ist das schon. Ja, das alles ist klar. 13 Jahre. Ich weiß noch, da war ich 20 Kilometer vor Leipzig und bekam den Anruf, kannst wieder umdrehen und so. Damals bin ich dann noch ins Werk 2 gefahren und musste den englischen Bands erklären, was passiert ist, weil keiner der Veranstalter konnte Englisch. Ja. Ja, das war damals sehr szenemäßig. Also das war wirklich von Leuten aufgezogen, die es von der Pike auf wollten, ja. Mit viel Idealismus. Und mittlerweile hat sich das zu einer kommerziellen Veranstaltung entwickelt, ja, was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. Richtig, ja. Aber es ist in dem Sinne dann schon Zwielicht, weil es wird als auf der einen Seite Kultur gefeiert, und aber auf der anderen Seite, also ich entdecke hier nicht viel Kultur, vielleicht hier bei den Lesungen oder so, weil im Wesentlichen ist es ein kommerzielles Festival. Mhm. Ne, also ich, wie gesagt, ich bemängel auch den Kleidungsstil der meisten Leute nicht, weil sie keinen Stil haben, obwohl schon, weil sie letztendlich alle Klamotten von der Stange tragen. Du kennst diese Modelabels in der sogenannten schwarzen Szene und alle tragen den gleichen Rock oder wie man das auch nennen soll. Und ich sehe da keine Fantasie mehr. Also früher gab es diesen Spruch Freiheit zur Fantasie. Das ist ein Spruch aus der Hausbesetzer-Szene von früher. Ja. Und diese Art von Kreativität ist nicht mehr da. Mhm. Ja, definitiv nicht. Hier wird konsumiert. Hier werden die Bands irgendwie sich reingetan. And that's fucking it. Mhm. Ne? Das soweit auch zu den Philosophien. Macht euch mal ein paar Gedanken zu dem Thema Mainstream, auch mittlerweile in der schwarzen Szene. Vielleicht denkt er mal oder kehrt der ein oder andere mal in sich.
Ja, wir sehen uns jetzt als nächstes in Bochum ja wieder. Ja, genau, ne? Nächste Woche. Ne? Da werden wir aber dann die EP noch leider noch nicht in den Händen halten können. Das wird ja auch in dem Sinne keine direkte Videokin-Performance werden. Ja. Obwohl ich kann sie dir natürlich mitbringen, weil ich habe die Sachen ja schon zu Hause. Ne? Das wäre großartig. Dann kriegst du es exklusiv. Ja. Da passiert auch viel von der vom sogenannten Deserteure-Album. Mhm. Also es ist eine weitere musikalische Konsequenz für mich. Aus der Widukind-Geschichte heraus hat sich dann ergeben, dass Widukind ja noch sehr speziell ist, weil es in den Bereich Neofolk fällt. Es hat irgendwie noch was mit Szene zu tun, weil es sehr, sehr düster ist. Also mhm. Es hat eigentlich nur ursprüngliche, wie ich sagen würde, Black-Metal-Philosophie, obwohl es kein Black-Metal ist. Ja. Okay. Der Verleger verkauft es als Post-Apocalyptic-Folk, das finde ich überhaupt nicht gut, aber Neofolk oder wie man es dann halt irgendwie auch nennt. Ja. Und ich bin jetzt mit Carsten Platte solo einen Schritt weiter gegangen und habe den Begriff Bildungsbürgermusik für mich definiert. Das heißt, alle Art von Musik, die in der Mitte der Gesellschaft entspringt, also Soul, Hip-Hop, Jazz, alles, was irgendwie auch elitär ist, mhm. Also jetzt auch gerade mit der Betonung auf Jazz, was in dem Sinne mit Szene eigentlich nichts mehr zu tun hat, aber eigentlich, also ich bin ja immer ein Freund von Slogans, Jazz ist der neue Punkrock. Ne? Okay. Ne? Einfach so aus dem Sinne, weil man soll sich aus den Klischees lösen, man sollte immer kreativ sein. Ja. Und ich bin da sehr, sehr eigene Wege gegangen. Ich bin ja momentan jetzt da, wo wir uns nächste Woche sehen, auf Tour mit Staubkind mhm. im Vorprogramm. Und auch Staubkind bricht ja momentan die Regeln der Szene, weil sie auch sehr kommerzielles Publikum ansprechen in dem Sinne. Und in dem Sinne hat sich die Szene irgendwie auch erledigt, weil also ich bin kein permanenter Schwarzträger mhm. oder irgendwie so und stehe auch nicht auf Fetisch oder so und gehe dann halt überall hin, so wie es eigentlich auch mal gemeint war. Richtig, ne? Grenzenlosigkeit, also auch mal den Blick über den Karton genau. werfen in alle Richtungen. Ich habe also jetzt gerade vor 2 Monaten gute Aktionen gemacht mit Hip-Hop-Künstlern zum Beispiel okay. und so. Weil auch in der Hip-Hop-Szene sehr viel Offenheit herrscht, mhm. ne? Um mal eine Gitarre mit einzubauen oder mal andere Genres zu bedienen und so. Und ich habe mir da extrem die Birne freigeblasen. Mhm. So, und das nenne ich jetzt Bildungsbürgermusik. Weil das da ja auch nicht mehr jedermann sagt, oh, wo kann man das dann einordnen, in welche Schublade? Ja, ist Bildungsbürgermusik. ne? Denk mal drüber nach. ne? Und das wirst du dann nächste Woche in Bochum erleben. Wunderbar. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, dass wir uns zusammensetzen konnten. Und für gleich, toi, 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 18 Uhr geht's bei euch 18 los. 18 Uhr geht's los. Genau, richtig. Und wir machen gleich noch ein paar bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne, bis später. Hasta luego.